So, weil der Kanal ja tatsächlich wesentlich mehr Aufrufe hat, als ich das jemals erwartet hätte. Und auch sehr viele Fragen kommen, habe ich mir gedacht, ich mache mal so eine Art FAQ Pablo. Also ich packe einfach eine Bricklink-Bestellung zusammen. Die hat, ja, na, habe ich schon wieder vergessen, 235 Teile. Die geht nach Frankreich. 41 € plus Versand, also knapp 50 € haben wir damit eingenommen. Und während ich die packe, kann ich ja so ein bisschen auf Fragen eingehen, die tatsächlich mehr als einmal gekommen sind. Im Groben aber nur. Und ich habe gedacht, das hier so als kleines Format, dass ich dann so grob, ohne jetzt am Computer mit irgendwelchen Zahlen oder Dokumenten, die ich habe, das zu belegen, einfach nur eine grobe Antwort auf ein, zwei Fragen, je nachdem, wie viele ich schaffe. Und wenn dann noch weitere Fragen sind, zum Beispiel ganz oft werden natürlich gefragt, wie hoch sind die Einnahmen, der Verdienst und so weiter, wie geht das mit der Bricklink Store Anmeldung oder mit der Gewerbeanmeldung im Allgemeinen, dann kann ich ja gerne nochmal Detailvideos machen. Es gibt ja auch andere Videos, ich habe mich ja auch hauptsächlich über YouTube-Videos tatsächlich informiert, aber wenn dann wirklich nochmal explizit darauf eingegangen werden soll, kann ich das gerne machen. Jetzt quatsche ich hier schon, ohne was zu packen, ich fange einfach mal nebenher an. Und ich dachte so, das erste Thema, was ich definitiv ansprechen möchte, ist, oder was ich am häufigsten gefragt werde, ist wirklich, warum ich den Bricklink Store eröffnet habe und weshalb ich mich entschieden habe, Lego zu verkaufen. Also erstmal ging das bei uns tatsächlich so los oder bei mir, dass ich dann durch Zufall wirklich drauf gestoßen bin auf diverse Reselling-Kanäle und gerade in Amerika ist das Reselling ja weit verbreitet und auch wesentlich akzeptierter bei uns, ne? Das heißt, wenn man hier sagt, ja, ich kaufe auf dem Flohmarkt günstig ein, verkaufe teurer weiter, wird das nicht immer so gerne in der Gesellschaft gesehen, habe ich das Gefühl. Und ist auch ein bisschen so diese Neidgesellschaft in Deutschland, glaube ich, aber viele haben Probleme damit. Nichtsdestotrotz fand ich es interessant, auch zu Hause was zu tun, weil ich arbeite gerne. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Jobs in der Pflege, die ich mache. Und die machen mir auch beide wirklich Spaß, will ich auch nicht aufgeben. Und das ist schon. Das ist ja auch ein Beruf, der einem wirklich am Herzen liegt und der mir tatsächlich Spaß macht. Und den möchte ich definitiv auch weitermachen. Aber ich habe gedacht, zu Hause noch was nebenher verdienen, ey, das klingt erstmal ganz cool. Und dann haben wir ganz verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich persönlich habe dann angefangen, dann habe ich so einfach so als Konvolute, da haben Leute ihre Videospielsammlungen verkauft, dann habe ich die ein bisschen aufgewertet, ne, und dann die PlayStation wieder verkauft, ein Spielepaket oder die Spiele dann einzeln, dann waren drei Controller dabei, dann habe ich einen im Bundle mit der Konsole und so weiter. Ist jetzt nicht wichtig, aber wir haben Videospiele und Konsolen, hatte ich ein bisschen ausprobiert. Playmobil war meine Frau absolut für, das fand sie super. Dann haben wir auch wirklich mal für 250 € hier in der Gegend so ein Playmobil-Konvolut bekommen. Dann haben wir die Sets davon wieder zusammengestellt und dann ein bisschen für uns behalten, aber dann auch Teile wieder weiterverkauft, einfach mal so, um so reinzuschnuppern. Das war jetzt kein richtig gewerbliches Verkaufen, aber so ein Gefühl dafür kriegen. Vier, fünf Angebote gemacht, ja, das verkauft sich auch, man kann damit theoretisch auch Profit machen. Und Sammelkarten waren für mich tatsächlich auch sehr verlockend, sag ich mal, einfach weil man mit Sammelkarten super viel Geld hat. Und für mich war das Wichtigste, dass ich ein Produkt habe, mit dem ich oder das mir nicht schlecht würde. Also, wenn ich jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, ich hätte irgendwelche Grafikkarten oder ja, ich glaube, Grafikkarten sind tatsächlich das beste Beispiel. Ich kaufe mir 10 Grafikkarten und will die wieder verkaufen. Das ist für mich totaler Quatsch, weil die Sachen an Wert verlieren. Das ist ein Extrembeispiel, wäre vielleicht interessenshalber nichts für mich, aber ich wollte was, was ich hier habe und was nicht seinen Wert verliert, wenn es nicht funktioniert. Und es muss wenig Platz wegnehmen und auch natürlich ein Interesse wecken. Ne? Deswegen waren für mich diese Sammelkarten, egal ob Pokémon Magic oder was auch immer, tatsächlich was sehr Verlockendes. Und da habe ich wirklich gedacht, ja, okay, Pokémon-Karten, das ist super, das kann man machen. Haben wir auch ausprobiert. Unendlich gute Gewinnspannen da drin. 2, 3, 4, muss ich einmal kurz mitzählen. Aber am Ende
sind wir einfach zu Lego gekommen, weil das der gemeinsame Nenner der gesamten Familie war. Also mein Sohn, der Große, der Leon, hat irgendwann angefangen mit Lego. Meine Frau baut mittlerweile gerne. Ich baue mittlerweile auch gerne. Wir befassen uns super viel dafür. Also ich bin jemand, wenn er was anfängt, dann macht das richtig. Also ich sage immer ganz oder gar nicht. Und ich habe mich dann wirklich viel informiert und möchte auch behaupten, dass ich mich mittlerweile relativ gut auskenne. Und als Kind habe ich natürlich auch mit Lego gespielt. Ne? Wir haben kiloweise altes Lego von mir oben, wovon nichts in den Verkauf gegangen ist. Also alles, was wir hier im Store haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und dann fehlen noch 4, alles, was wir im Store haben, ist wirklich aus dem 500 € Startkapital. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Lego war einfach der gemeinsamste Nenner, den wir als Familie gefunden haben. Nimmt mehr Platz weg als die Sammelkarten, aber ich kann es hier immer noch gut organisieren, so dass ich mich wohlfühle. Und ja, so sind wir dann halt bei Lego gelandet. Ne? Also wir haben Verschiedenes ausprobiert. Ich habe mich viel informiert, habe mir viele YouTube-Videos und, angesehen und Blogs durchgelesen. Und so bin ich dann hier gelandet, bei dem, wo ich jetzt stehe und wo ich 2x5 zähle, damit ich mich hier nicht verhaue. 1, 2, 3, 4, plus der daneben. Ja, die Platte hier übrigens, die sieht so dreckig aus. Das war hier früher mal eine Werkstatt. Das ist aber, das ist sauber. Das ist so fest drin. Also wenn hier mal ein Stein landet, da wird nichts dreckig. Das ist eine alte Werkstatt-Spanplatte. Da ist alles gut. Aber so sind wir dann halt beim Lego gelandet. Und ich habe mich dann gesagt, wenn ich verkaufe, dann mache ich es gewerblich. Also dann irgendwie Steuern umgehen oder sonst irgendwas. Nee, ich habe gesagt, ganz oder gar nicht. Und dann habe ich halt den Gewerbeschein ausgefüllt. Und weil ich, als ich mich entschieden habe, das Gewerbe zu gründen, immer noch nicht sicher war, was genau es am Ende wird oder ich mir auch offen halten wollte, was ich mache, weil die Frage kam auch häufig, was habe ich denn in meine Gewerbeanmeldung reingeschrieben? Ich habe es ganz allgemein gehalten und reingeschrieben, Onlinehandel und physischer Handel mit Spielwaren, also Spielwaren im Allgemeinen, ich habe gar nicht Lego erwähnt und habe dann auch, weil ich damals ja gedacht habe, ich mache YouTube-Videos, was ich schnell wieder auf Eis gelegt habe, weil es mir einfach zu viel wurde und ich auch einfach noch nicht die Ahnung hatte und auch jetzt sind das ja sehr unprofessionelle Videos, steht bei mir aber trotzdem auch Online-Marketing auch noch mit drin. Falls mal irgendwas in die Richtung geht, das erwarte ich jetzt aber nicht, da so groß wird das Interesse nicht sein. Aber für mich ist es trotzdem, es macht mir im Moment Spaß. Ich finde den Austausch super und beantworte gerne Fragen. Und durch das Beantworten der Fragen habe ich ja schon öfter erwähnt. 5 und nochmal 5. Lerne ich ja auch wieder dazu. Ja, also so sind wir hier im Prinzip gelandet. Und wie gesagt, die Gewerbeanmeldung, da gibt es ganz viele YouTuber, die zeigen, wie das geht. Ich kann da gerne irgendwann bei Gelegenheit nochmal ein Video drüber machen. Ich kann ja auch mal mit Daten ausblenden, ein bisschen zeigen, wie ich das gemacht habe. Wenn da Interesse besteht, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann passt das schon. Dann kann man da sicherlich mal drüber reden. Ja, aber so sind wir hier im Prinzip gelandet und haben diesen kleinen Store hier gegründet. Ich persönlich habe sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich hoffe, dass der Spaß so bleibt. Weil es gibt für mich nichts Schöneres, als Dinge zu tun, an denen ich Freude habe. Mein ursprünglicher Plan war ja, so ein bisschen Lego-Reviews zu machen. Also gerade auch aus Sicht meiner Kinder. Auch Leon, der 10 ist, der war da begeistert von, hat dann auch mal ein paar Videos gemacht, wo er Sets aufbaut. Und dann hat er gesagt, ja, hier, komm, dann zeigen wir die in Videos. Da ist natürlich die Nachfrage wesentlich niedriger, weil wen interessiert denn hier unsere Meinung, wenn man draußen qualifizierte Leute hat, die sich wirklich schon über Jahre damit beschäftigen und sehr, sehr gut sagen, wie toll die Sets sind. Deswegen haben meine Review-Videos auch sehr wenig Klicks. Ich werde sie trotzdem weitermachen, weil auch das macht mir Spaß und warum denn nicht Dinge tun, die einem Spaß machen. Vielleicht besorge ich mir irgendwann eine bessere Kamera und ein besseres Mikrofon. Aber im Moment müsst ihr, wenn ihr euch hier durchquält und das anguckt, leider damit vergnügen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt dieses FAQ mache, während ich hier meine Sachen zusammenpacke, weil ich habe hier kein Setup, was mir ermöglicht, mich an die andere Seite von dem Tisch zu setzen, die Kamera hinzustellen, dass ich dann noch vernünftig sehbar, hörbar, was auch immer bin. Ups, reiß hier alles ab. Das funktioniert hier einfach nicht. Ne? Das kann man
Ganz klar vergessen. Es funktioniert so, dass ich dieses alte Handy, was ein Fehleinkauf war, meine Frau wollte ein neues Handy haben, hat sie ein Huawei geholt, kein Google Play Store, werden viele kennen das Problem. Dementsprechend nutze ich das Handy jetzt dafür. Und es war wirklich das günstigste Huawei-Handy, was auf dem Markt war. Also, Recycling-Logo, jawohl. Muss man tatsächlich sagen, die Qualität der Videos ist nicht gut, aber Qualität der Videos, ein tolles Intro und was weiß ich nicht was, macht ja nicht den Content besser. Und im Prinzip ist es ja hier eine Podcast mit Video. Aber dann jetzt mal zu der Frage, die am meisten gekommen ist. Da gehen wir drauf ein. Ich muss einmal die Kamera wechseln, weil ich in dem Bereich hier fertig bin. Und ich bin hier ja in meinem A-Bereich gewesen. Das kennen ja die Leute, die sich andere Videos angesehen haben. Jetzt gehe ich einmal zur anderen Seite rüber und baue einmal alles um. Also ein harter Schnitt. So, wie bei den Profis, richtig harter, professioneller Schnitt. Weiter geht's, sonst wird das Video nämlich ewig. Aber die wirklich meistgestellte Frage ist eine, die ich auch nachvollziehen kann. Und zwar, wie viel Einnahmen hat man, wie viel verdient man, wie hoch ist der Stundenlohn? Und ja, das ist natürlich das Interessanteste für Leute, überlegen, hey, ist das auch was für mich? Und da möchte ich dann auch ganz ehrlich eine Antwort zu geben. Das ist mit dem Stundenlohn. Moment, einmal hier rübergreifen. Das mit dem Stundenlohn ist tatsächlich am leichtesten zu beantworten. Mein Stundenlohn ist bei 0 Euro. Was einfach daran liegt, dass ich, wie ich schon erzählt habe, ich habe 500 Euro Startkapital. Diese 500 Euro Startkapital hatte ich mir nach den ersten 2,5, 3 Monaten nach und nach wieder ausgezahlt, dass ich quitt bin mit meinem Unternehmen. Und seitdem habe ich den Raum hier noch nicht voll. Also wenn ihr die anderen Videos seht, wir sind jetzt bei 103.000 Teilen. Man sieht da, wie der Raum hier aufgebaut ist. Das mache ich hier nicht nochmal. Aber wir sind noch nicht voll. Und solange wir noch nicht voll sind, wird jeder Cent, den ich an Einnahmen habe, in Kleinteile-Magazine gesteckt. Muss ich einmal kurz was nachgucken. Das ist nämlich der falsche Torso, das habe ich mir gedacht. Wir brauchen blaue Beine. Da muss man aufpassen. Da steht olivgrün auf meinem Zettel. Ich hatte jetzt eine olivgrüne Hose in der Hand, aber es waren die olivgrünen Schuhe gemeint. Fokus, so ein bisschen drauf achten. Ne? Aber meine Einnahmen, mein Stundenlohn ist tatsächlich bei null, weil ich jeden Cent, den ich bekomme, stecke ich wieder rein. Die Kleinteile-Magazine kosten Geld, das Versandmaterial kostet Geld. Papier, Tinte für den Drucker und natürlich das Lego, um wieder aufzufüllen. Das heißt, mein Plan ist es, in diesem Raum 500.000 Lego-Steine zu bekommen. Das heißt, ich habe erst ein Fünftel geschafft in dem, was ich jetzt habe. Und sobald ich die 500.000 Lego-Steine habe und dann sage, okay, ich stoppe jetzt hier, das ist meine Summe X, die habe ich erreicht, mehr Lego-Steine möchte ich nicht. Sobald ich da wirklich bin, kann ich sagen, alles klar. Ab jetzt verdiene ich, sage ich mal, ich habe eine Einnahme von 1000 Euro im Monat, weil ich 10.000 Steine verkauft habe. Und um die 10.000 Steine einzukaufen, muss ich nur 500 Euro ausgeben. Dann habe ich 500 Euro verdient und dann habe ich 500 Euro eingenommen. Dann kann ich auch rechnen, wie lange habe ich denn dafür gebraucht, die Bestellung zu packen, die Steine einzustellen und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, so viel habe ich verdient, so viel habe ich Stundenlohn. Aber Stand jetzt, so wo ich jetzt bin, bin ich bei 0 Euro. Ne? Das ist definitiv, habe ich noch keinen Gewinn mir hier ausgezahlt. Was hatte ich da? Jetzt geht er wieder zurück. Irgendwie ist diese Liste durcheinander. Manchmal ärgert mich hier auch dieses Programm und macht sehr komische Dinge, weil die Beine, die jetzt kommen, sind in einem anderen Fach. Die hätten da gar nicht sein sollen. Da muss ich einmal kurz pausieren, weil hier fehlt mir was. Ah, da gucke ich einmal nach und dann rede ich gleich darüber weiter. So, da habe ich die Übeltäter gefunden. Die beiden lagen in einem anderen Fach. Einfach weil sie an 6 Figuren von Friends vorkommen. Und beim zweiten Mal einstellen aus einem anderen Set, wo ich die Beine her hatte, hat der noch, da habe ich den Haken wohl nicht gesetzt,
dass die zusammengefügt werden sollen. Und ich habe die dann von der einen Schublade in den anderen gepackt, weil es ein paar mehr Beine wollten. Und dann hat er das nicht übernommen. Ich wusste aber noch, dass ich das in mehreren, oder als ich dann die Seite aufgemacht habe, wo steht, dass er in 6 Figuren vorkommt, wusste ich dann Bescheid, alles klar. Da sind die. Und dann haben wir sie auch. Aber wir waren eben beim Thema Verdienst. Wie gesagt, aktuell verdiene ich 0 Euro und das wird auch noch lange so sein. Ich habe jetzt 7 Monate für 100.000 Steine gebraucht. Und umso mehr ich habe, umso mehr verkaufe ich und umso länger dauert es, meinem Ziel näher zu kommen, 500.000 Steine zu erreichen. 500.000 Steine zu erreichen klingt vielleicht sehr unrealistisch und sehr schwer. Das 1, 2, 3, 4, 5, wir brauchen 8. Das verstehe ich auch, aber ich bin der Meinung, ich setze mir lieber ein höheres Ziel, das ich nicht so leicht erreiche, damit ich länger motiviert bin, als dass ich sage, hey, mein Ziel ist 60.000 Steine, das hätte ich dann nach 5 Monaten erreicht gehabt und dann hätte ich die Motivation verloren. So habe ich lange was davon. Ich will das erreichen, ich freue mich über jede Bestellung und die letzten 3.000 Teile von 97.000 zu 100.000 haben auch echt lange gedauert. Deswegen, das ist definitiv so, wenn man sich Ziele setzt, lieber ein bisschen höhere Ziele setzen als zu niedrige. 0212. Dann haben wir ja dieses Thema. Was ich denke, jetzt haben wir dasselbe, da habe ich welche nach von gekauft. Das ist eine IBAN-Bestellung, da muss ich noch einmal wieder suchen. Aber das ist kein Problem, das geht ganz schnell. My Store Inventory gebe ich eben ein und dann Slope 2x1 und dann in Schwarz. Das ist hier so ein bisschen das Problem. Das ist eine IBAN-Bestellung. Und dann sind in der Zeit, in der die Bestellung hier war, sind halt wieder Steine dazugekommen bei uns und dann wurden die umgepackt. Und deswegen liegen sie in einem anderen Fach, aber da gucke ich dann gleich nochmal nach, wo die genau sind. Aber wovon ich dann reden wollte, weil ich halt viel gefragt werde, wie viel verdient man damit, das ist schwer einzuschätzen. Also ich weiß, es gibt Leute, die davon leben und die davon auch gut leben. Aber davon sind wir hier wirklich noch meilenweit entfernt. Das funktioniert so, dass wir uns wirklich viel Lego kaufen können, auch gut skalieren und gut wachsen können. Man darf aber auch nicht vergessen, wir sind ja jetzt als Kleinunternehmer hier. Das heißt, wir haben wenig Buchhaltungsaufwand. Ich mache eine Einnahmeüberschussabrechnung, die habe ich jetzt beim Finanzamt eingereicht. Das wird dann zusammen mit meiner Lohnsteuer verrechnet. Und dann ist das auch gut. Also, das ist ja wirklich hier nichts Gewinnorientiertes. Und vielleicht wird es das irgendwann, das kann ich aber nicht sagen. Da bin ich mir echt noch nicht sicher, wo das hier hinführt. Ich will halt, wie gesagt, meinen Job definitiv nicht aufgeben. Und ich würde mir tatsächlich überlegen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, wirklich gewinnorientiert so ein Geschäft aufzumachen. Weil wir haben im Moment einfach so viele Krisen und so eine hohe Inflation auf der Welt, dass ich mir nicht sicher bin, wie gut das wirklich laufen würde. Für mich wäre es nichts. Ich würde das Risiko jetzt nicht eingehen und meinen Job aufgeben und einen Bricklink Store aufmachen. Als Hobby ja. Aber ich bin froh, dass ich kein Geld brauche. Weil letzte Woche zum Beispiel hatten wir Bestellungen ohne Ende. Wäre jede Woche so, könnte man sicherlich davon leben. Aber jetzt diese Woche haben wir heute Mittwoch und in 3 Tagen, glaube ich, nur 5 Bestellungen und davon war auch keine richtig groß. Vielleicht waren es auch 6 Bestellungen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es ist einfach für mich noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, yo, ich kann davon leben. Und 6, 8. Ich würde mir wirklich Gedanken machen, ob ich es machen will, um Geld zu verdienen, weil ich kann nicht versprechen, dass das funktioniert. Aber es funktioniert, wenn man es so macht wie wir. Und mit ein bisschen Mühe, Motivation und Aufwand kann es vielleicht auch wirklich klappen, dass man es hauptberuflich macht. Aber das ist hier nicht die Intention. Und da kann ich auch keine Tipps zu geben. Aber schreibt mir gerne, wenn ihr genaueres wissen wollt, wie viel wir wirklich machen. Vielleicht mache ich auch mal eine Auflistung,
wie viele Einnahmen wir so monatlich haben. Dann könnt ihr ja selber für euch entscheiden, jo, das hört sich gut an oder das hört sich weniger gut an. Aber man sollte es auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil es macht verdammt viel Arbeit und man muss gut organisiert sein. Ich lasse hier jetzt auch einen Teil gerade aus, weil wie gesagt, da sind noch 156 von übrig nach den 10, die bestellt wurden, hier von dieser Slope. Und die liegen nicht in dem Fach, was hier steht. Das heißt, weil die Bestellung über IBAN bezahlt wurde und ein paar Tage gewartet wurde, gehe ich davon aus, dass wir die umgepackt haben und die ich die schnell finde. Es wäre aber auch nicht das erste Mal, dass irgendwo mal ein Haken falsch gesetzt wurde und ich dann 5 Minuten suchen muss. Aber bei 170 Teilen in der Größe sollte das kein Problem sein, die gleich zu finden. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lange machen lassen. Also ich bin ein bisschen darauf eingegangen. Wenn ihr das genauer wissen wollt mit der Gewerbeanmeldung, gerne in die Kommentare schreiben und fragen. Wenn ihr genaueres wissen wollt, wie hoch sind die Einnahmen und Ausgaben miteinander verrechnet, auch gerne fragen. Und vielleicht mache ich detailliertere Videos dazu. Aber so bin ich immerhin schon mal auf zwei Fragen eingegangen. Und nur grob, wenn dazu noch Detailfragen sind, gerne raushauen.